Eben nicht ganz nach hinten drücken, sondern ja, vielleicht auch so. Wenn wir den Steam-Knopf drücken, dann passiert ja. Gehen wir ein bisschen schneller. Sehr schöne Landschaft im Hintergrund, durch die wir hier fahren. Das sieht spannend aus hier. Stopp, 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 stopp. Ich will da mal hoch hier. Komm bestimmt mal vom Dach aus. Denke ich mir. Mir bestimmt nicht. Kommen wir nicht hoch. Das ist schade. Da oben ist doch ein Knopf. Da müssen wir hinkommen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Das ist ein bisschen höher. Vielleicht können wir hier ein bisschen. Ach, wir haben auch keine Energie mehr. Na, hier einmal drunter fahren. Geht nicht mehr. Ist ein Briefkasten verfeuern. Nein, hier. Ich will da hoch. Auf den Fahrstuhl können wir vielleicht springen. Es rollt dann noch lang. Oha. Mal hier irgendwie hoch. Ich will da hoch. Das Knopf und so. Aha, hier. Da können wir hoch. Sehr toll. Na, das können wir doch bestimmt benutzen. Das können wir gebrauchen. Zum Anfeuern. Kann ich hier mal aufhängen? Sehr gut. Aufs Dach des Fahrstuhls können wir nicht draufsteigen. Aber wir kommen ja hier so hoch. Ich habe es von der anderen Seite versucht. Aber hier kommen wir auch hoch. Oder? Na komm. So. Hier mal ran. Ran. Ui. Da betätigen wir was. Ah, okay. Erzählen. Ah, Armutstoff freigeschaltet. Wir haben Säge gesetzt. Jetzt müssen wir trotzdem noch Energie holen. Oh. Oder nicht. Mit den Segeln segeln können. Und Windenergie. Sehr schön. Mit Windkraft voraus. Laufen wir zwar langsamer, aber müssen wir unsere Briefkasten nicht verfeuern. So, sehr schön. Müssen wir nicht mehr so viel Energie verbrauchen. Ich muss hier bloß dauernd gegendrücken, oder? Jetzt klappt das Segel wieder ein. Nee, gerade nicht. Ach, jetzt haben wir auch ein drittes Energieelement. Das können wir gerade nicht. Dann können wir gucken, was wir mit dem hier machen können. Wir können das auch mal verfeuern. Energie. Und jetzt volle Power. Na komm. Mit Wind und mit Dampfenergie. Fahren wir schon viel schneller. Noch nicht volle Geschwindigkeit, aber schaut ziemlich schnell hier.
Vollbremsung wird jetzt wird es tödlich. Jetzt fahren wir eh langsamer. Aber wir bleiben noch nicht stehen. Dank der Segel. Oha, Steam. Hier kann man auch ein bisschen Energie rausholen. Jetzt werden wir wieder langsamer. Immer auf den Ausguck hier. Müssen wir mal stehen bleiben. Sonst fahren wir durch die Hütte durch. Sehr gut. Ist von selbst stehen geblieben. Hey, nicht abhauen. Ich brauche hier noch ein bisschen. Ich glaube, ich muss noch näher ran. Sonst wird das hier nichts. Können wir die Flüge noch mal ausklappen? Die Segel meine ich. Na komm, hier noch ein bisschen auf einen Meter ran. Nein. Stopp. Stopp. Katastrophe. Ja gut, haben was kaputt gemacht. Hier geht's noch durch eine Falltür durch. Das wollte ich nicht. Wollte hier nicht das Haus kaputt machen. Hätten wir wahrscheinlich eh gemusst, aber hier gibt's was zu der entdecken unterhalb des Hauses. Oh Schreck. Nein. Nein, gibt's noch was zu machen? Ein Boot. Ach, das hätte uns das Weg, den Weg versperrt. Aha. Können wir hier noch was mitnehmen? Damit können wir doch bestimmt was anfeuern. Sieht so aus wie eine Batterie, wie eine alte Batterie oder so. Weiß nicht, ob wir das nutzen können. Wir haben jetzt Windenergie, aber bringt uns schneller voran. So, hier mal. Ich will unseren Briefkasten nicht verfeuern. Solange das geht, solange das irgendwie, solange wir den behalten können. Das ist ein Stück von unserem Zuhause. Das haben wir doch von unserem Haus mitgenommen. Das wollen wir hier nicht. Mit ans Ziel nehmen. Bis ans Ende unseres Abenteuers. So, hier mal Energie. Ein bisschen energisch Energie machen. Und voran. Und Power. Na komm, da rumst's. Da knallt's. So, volle Karre rüber. Volle Fahrt ist es noch nicht, aber... Oha, na komm. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal volle Fahrt hin. Wir müssen das Team bis zum Ende machen und dann... Und dann einmal alles. Kriegen wir es bestimmt hin. Ich hoffe, ich habe da nichts übersehen. Gehen eine Gibrikitz auf dem Weg. Na komm, jetzt. Und. Alles auf einmal. Na komm, volle Power. Ja, das ist doch hier schon. Nah dran. Nein, stehen bleiben. Ja. Da war nur aufgehalten. Wird gerade volle Power machen. Sind wir hier gegen gestoßen. Oha, das können wir noch verwenden. Damit können wir noch... Eine ganze Tonne ist das. Damit können wir noch weit fahren. Erstmal müssen wir das Hindernis aus dem Weg räumen.
Aber dann. Nein. Diesen Briefkasten. Oha, was? Ach, hier können wir Feuer löschen. Falls wir das mal müssen. Hoffentlich nicht. Falls das Ding mal brennt. Okay. Ja, wenn wir volle Pulle fahren, dann wird es wahrscheinlich hier. Kann es passieren, dass irgendwann mal brennt. So, Tank wieder voll. Wie schaffen wir jetzt das aus dem Weg? Ich meine, selbst wenn wir mal volle Pulle dagegen fahren, voll Energie, wird es uns hier nichts bringen. Da muss ich hier mal hoch. Dann kann ich hier mal was gegen. Da haben wir noch kein Seil, was wir anspannen können. Nein! Stopp! Halt, stopp! Was machen wir hier? Hier können wir unten durch. Aber was tun wir? Musik setzt ein. Aha. Oha. Hier passiert was. Das ist ein Knopf. Brauchen wir Energie für den Ofen. Heizofen. Na komm. So, geh mal. Rein mit dir. Ich sagte rein mit dir. Aha. Was passiert? Die Brücke angehoben. Und nun? Und nun? Müssen wir mit unserer Lok da irgendwie drauf? Sehr gut. Und dann können wir da unten erstmal mit der Lokomotive drauf und dann. Ah, da schwebt er schön runter. Yes. Hier vielleicht mal gerade ohne Wind. Ein bisschen voran. Auf die Brücke drauf. Dann können wir es anheben. Könnten wir wieder Segel anmachen. Kurs. So, ich mach mal wieder Brücke hoch. Können wir hier rüberkommen? Oder kommen wir so schon rüber? Muss man hier nicht irgendwie die Brücke anheben? Die irre ich mich da. Ich unter die Brücke. Oder hat sich das jetzt? Das hat sich scheinbar jetzt. Ich komme dann glaube ich auch nicht mehr runter. Na dann. Segel an. Der Wind weht. Geht's. Segel eingeklappt. Tor auf. Windkraft an. Segel los.
So, na komm. Da leuchtet es rot. Jetzt müssen wir irgendwann noch meinen Stuhl und den Briefkasten verfeuern. Ja, stopp, 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 stopp. Verdammt. Rückwärts fahren können wir mit dem Ding wahrscheinlich nicht. Wenn, dann habe ich es noch nicht rausgefunden. Ich habe noch ein Energiebricket. Ich nenne es jetzt mal Brickets. Klötze sind es. Kisten. Bricket klingt für mich näher an der Realität dran. Habe ich mir jetzt ausgedacht, das ist jetzt nicht vom Spiel, das ist von mir. Brickets. Das war meine Idee. Wie die in Wirklichkeit heißen, müssen wir nachgucken. Also ich bleibe hier, glaube ich, mal unten, dass ich die Lokomotive stoppen kann. Hier mal ein bisschen. Und stopp. Ist was, was wir brauchen. Es geht noch ein wenig weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Auch wenn meine Stimme ein bisschen versagt gerade. Meine Stimme ist am Ende, die Reise aber noch nicht. So, na schieb. Und Power. Kilometer angezählt vorne auf dem Rädchen dort mit den Zahlen oder was? Nein, stopp, 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 stopp. Wir stehen geblieben. Das sind Sachen, die wir brauchen können. Nichts übersehen. Oh, jetzt wird's düster hier. Ich sehe es doch schon kommen. Kommen wir gleich in ein Ungewitter. Ungewitter, nein, Unwetter. Entweder Unwetter oder Gewitter. Alles reinholen. Und dann Energie. Auweia. Nicht, dass der Blitz uns trifft. Schnell rein hier. Der trifft doch bestimmt gleich das Boot. Lokomotive. Nicht Boot. Und hier nochmal. Hier haben wir noch ein bisschen. Hätten wir uns aussparen können. Na komm. Mach Dampf. Mach Dampf, gib Kraft. Jump-Knopf. Und seine Eisenbahn. Auweia. Düster wird's draußen. Regnerisch. Ich sehe doch das Gewitter schon kommen. Dampf. Oha. Hier passiert gerade einiges. Okay, löschen brauchen wir noch nicht. Aber wir müssen mal voran hier. Durch das Gewitter durch. Maschinen arbeiten hart. Vielleicht mal die Segel einfahren lassen. Ist vielleicht besser so, auch wenn wir gleich keine Energie mehr haben. Bevor wir vom Blitz getroffen werden. Da verfeuere ich lieber den Briefkasten. Bevor wir vom Blitz getroffen werden, nicht mehr können. Na komm. Verdammt. Wir haben genug Wind. Ich muss es riskieren.
kommen können wir. Volle Fahrt voraus. Es hilft nichts. Los. Einklappen hier. Puh, vielleicht können wir den Stuhl irgendwie verfeuern. Ja. Ich lasse den Windkasten den Briefkasten übrig. Wir werden den Stuhl verfeuern. Er braucht den Stühle. So, na dann. Los hier. Voran. Ohne Säge durchs Gewitter. Ich sehe schon. Das Spiel stellt uns hier vor eine Konfliktsituation. Wenn wir nicht mehr genügend Energie haben und immer noch am Gewittergebiet sind, werden wir irgendwann die Segel aufstellen müssen. Oder nicht. Ich weiß es nicht. Es wäre so eine richtige Konfliktsituation, da wird man halt hier sehen. Du musst halt gucken, dass du nicht vom Blitz getroffen wirst. Hier, na komm. Das wird doch erstmal reichen hier. Energie und volle Fahrt. Da kommen einrasten hier. Nicht ausrasten. Ein bisschen Dampf. Ja. Geht sie weiter unsere Reise und speichern haben wir gespeichert haben wir hier. Na komm, drück rein den Hebel, den Knopf. Weiter geht's. Wir müssen voran. Wir müssen aus diesem Gewitter rauskommen. Ach, ich hab's doch gewusst. Das Schiff brennt. Feuer löschen. So, gut, jetzt aufhören. Und weiter. Feuer gelöscht. Gut reagiert. Und weiter. Oha, der Knopf ist auch hier. Verschmort. Da blitzt es schon hier. Da verkohlt uns hier nicht die Anlage. Können wir nicht mal weiterfahren oder was? Ja, hoffentlich nicht. Oh, stopp. Ja. Energie. Ich hole mit Energie. Zwei Energieblöcke. Es ist Nacht draußen, wie es ausschaut. So. Ja, ich nehme das Ganze tatsächlich an einem Stück auf. Also bis jetzt zumindest. Aber ich werde auch noch eine Weile spielen können. Ich werde es dann im Nachhinein in Parts schnippeln. Ich nehme das jetzt hier auf einmal auf. Ich habe Zeit. Ich habe gerade Zeit dafür. Oh, hier wird es dunkel. Na komm. Wir haben wieder Energie. Los geht's. Jetzt versagt nicht mein Knopf. Das Gewitter drauf gehört. Jetzt können wir doch mal die Segel wieder aufspannen. Segel los. Was denn? Ah, der Knopf ist weg. Der Knopf ist kaputt. Wir können die Säge nicht mehr aufspannen. Geht nix. Säge kaputt. Das ist blöd. Dumm gelaufen. Aber der Knopf funktioniert noch. Dampfenergie geht noch. Dass wir unseren Briefkasten nicht verfeuern müssen. Es geht nicht. Können wir drücken, so viel wir wollen.
Na komm, voran. Aha, da kommen wir irgendwo an. Krach. Da können wir oben. Hier ist noch ein Energieklotz. Hätte ich fast übersehen. Den werden wir gleich gebrauchen können. Sehr atmosphärische, schöne Musik. Der Soundtrack ist auch hier herrlich. Hier gibt es noch ein Fass. Ist übrigens, was ich vergessen habe zu sagen, von den Entwicklern, die jetzt auch gerade an den Juggler's Tale arbeiten. Nee, stimmt gar nicht. Von dem Publisher-Studio, also von dem Entwickler sind wir anders, aber es ist dasselbe. Derselbe Publisher, derselbe. Ist hier Mixed Vision. Die bringen auch den Juggler's Tale raus. Juggler's Tale wird von Kaleidos Cube entwickelt. Das hier von... Habe ich gerade nicht mehr im Kopf, sorry. Das war ein anderes Studio. Ist ja mal ein Unterschied. Publisher und Entwickler. Und muss nicht immer, es kann auch bei Indie Games meistens schon, aber bei Nintendo gibt es das häufiger, dass da das Nintendo Publisher und Entwickler ist. Oha, ja, die Batterie hätten wir hierfür gebraucht. Dann nehme ich halt die hier. Vorher umgucken. So, hier. Das haben wir aber auch dringend gebraucht für die Maschine. Hier ist noch ein Knopf. Repariert vielleicht unser Segel. Durchgeschmorter Knopf, oder? Bringt uns nichts. Mit der Maschine mal weiterfahren. Oh, wir können da nicht mehr durch. Was? Tja,